Hallo, hier ist wieder Holger Lendweg mit deinem Podcast Lass dich nicht abzocken, Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Heute ist es eine Folge, die ich Finanzquickie nenne. Also du hast ein Finanzquickie. Liebe 5-Euro-Scheine. Diese Idee habe ich letztes Jahr selbst auf einem Seminar kennengelernt bei Christian Bischhoff. Und er zog einen 5-Euro-Schein und hat gesagt, die Macht des Sparens, nimm 5 Euro und spare diese Scheine weg. Es macht richtig Spaß, denn Sparen mit Spaß zu verbinden, ist eine ganz tolle Sache. Und dieser Tipp hat mir so gut gefallen, dass ich ihn nicht nur selbst ausprobiert habe, sondern ihn an dich auch ganz klar weitergeben möchte. Immer wenn du hingehst und zahlst mit Scheinen, achte darauf, dass du einen 5er zurückbekommst und diesen 5er, den gibst du nicht mehr aus, sondern sparst ihn weg. Den legst du in einen Umschlag und sammelst 5er, 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 5er. Über die Dauer hinweg kann es durchaus möglich sein, dass du innerhalb von einem halben Jahr einige 100 Euro dadurch gespart hast. Das kommt natürlich davon ab, wie viel Geld du hast und wie viel du mit Bargeld bezahlst. Und du wirst eins merken, das Spiel macht so viel Spaß, dass du immer mehr darauf achtest, dass du 5er zurückbekommst. Ich habe mich letztens gefreut wie Bolle, als mit dem 50er was gezahlt habe. Ich musste 10 Euro zahlen und die Verkäuferin entschuldigte sich, tut mir leid, ich habe jetzt nur noch so viele 5er übrig. Ich habe 8 5er zurückbekommen. Ich habe mich gefreut wie Bolle. Ich konnte wieder 8 5-Euro-Scheine wegstecken. Und was mache ich mit dem Geld? Ich stecke dieses zuerst einmal weg, sammle das in ein Beutelchen und tausche diese 5er, wenn ich einen 500-Euro-Schein dadurch zustande habe. Wenn ich 500 Euro zustande gebracht habe durch 5er, tausche ich das in einen 500-Euro-Schein. Du kannst also dadurch auch 500-Euro-Scheine sammeln. Du kannst aber auch hingehen, wie das ein Bekannter von mir macht, zahlst dieses Geld auf ein Konto ein und dieses Konto ist wie die goldene Gans, die wird nie geschlachtet. Dieses Geld zahlst du nur auf dein Konto ein oder zahlst nur in ein Investment, vielleicht in eine Gold- und Silberanlage, dass du also physisches Gold oder Silber, Palladium kaufst oder indem du Unternehmensbeteiligung kaufst in Form von Aktien oder Investmentfonds. Dann ist das auch wieder deine goldene Gans, die soll weiter arbeiten. Und du siehst, wie diese goldene Gans immer mehr goldene Eier abwirft, sprich, wenn du damit noch Zinsen erwirtschaftest, macht es umso mehr Spaß. So ist die Kombination Sparen und Spaß optimal verbunden. Probier es doch mal aus und berichte mir doch einfach mal von deinen Erfahrungen. Ich würde mich freuen, wenn du einfach mal in einer E-Mail, die du an mich schreibst, dir über die nächsten Wochen und Monate die Erfahrung schilderst, die du gesammelt hast. Und das gebe ich gern mal in Form eines neuen Podcasts dann wieder weiter. Also viel Spaß beim Sammeln von 5-Euro-Scheinen. Übrigens, du kannst es auch mit 10-Euro-Scheinen machen. Oder hast du Kinder, die nicht so viel Geld haben? Die können natürlich das Ganze auch mit Münzen machen, denn es geht um die Geschichte, dass Geld zur Seite gelegt wird, dass eine goldene Gans angespart wird, die nie wieder geschlachtet wird. Und das kannst du mit Scheinen machen, aber auch mit Kleingeld machen. Und deshalb ist das auch eine sehr interessante Art, um kleinen Kindern, deinen Kindern oder Neffen, Nichten etc. beizubringen, wie wertvoll Geld sein kann. In dem Sinne, viel Spaß, dein Holger.